Hallo Leute und willkommen zurück bei Pathologic. Die Frage ist, sollen wir das kaufen? Der Regenmantel nicht, aber die Schuhe sind vielleicht. Reitstiefel, robuste Stiefel mit hohem Schaft. Dieses Material gibt guten Schutz, schützt die Beine vor direkten Kontakt mit infizierten Oberflächen, bietet keinen Schutz vor Tierbissen. Keinen Schutz. Aha. Wechseln muss nicht, der wiederholt sterilisiert werden. Das Problem ist, ich habe dann nicht mehr viel Geld. Wenn ich das hier kaufe, haben wir immer noch 21.000. Die Frage ist, ob wir irgendetwas finden, was von Wert sein kann. Ja, kaufen wir das. Ration Close. So, anstatt die Maske. Das wenigstens etwas. Das bringt ja hier nichts. Die schützt allerdings nicht vor einer Infektion. Bitte, warum habe ich das vorher nicht gelesen? Also infektionstechnisch sollten wir nicht so schnell den Geist aufgeben. So. Wir waren eigentlich auf dem Weg zur Kneipe. Nee. Blödsinn. Wir waren ja zuerst auf dem Weg zu ihm. Stimmt. Ist schon ein Weilchen her, dass ich aufgenommen habe, deshalb wusste ich es nicht gerade mehr. Wir waren auf dem Weg, die Karte zu holen. Wie spät ist es? 4:50 Uhr, okay. Keine Angst, die töte ich selbst. Und hoffe, die haben genug Geld bei sich. Verdammte Ratte. Ja. Okay. Die machen das problemlos, also keine Angst. So, los. Wir sind eigentlich von da gekommen, denn da glaube ich zumindest. Wir hatten ja schon eine Aufgabe, und zwar Petra finden. Oder Peter oder wie auch immer. Die Kainz bereiten sich auf den Tod vor. Warum? Ein unerwarteter Besuch. Sind Sie wegen der Karte hier? Genau, ich möchte hier die Karte holen. Hätte sie ihnen ja umsonst gegeben, aber ich bin knapp bei Kasse und die Spieler wollen ihr Geld. Wenn ich ihnen das Geld heute gebe, ist sichergestellt, dass die Karte auch morgen bei uns bleiben kann. Die Infektion benimmt sich übrigens ziemlich wunderlich in letzter Zeit. Hier ist das Geld, nehmen Sie. Also wunderlich. Ja, es ist schon seltsam, wie sich die Krankheit verbreitet. Und jetzt genau in diesem Gebiet. Aber gut. Wir laufen einfach durch die Gegend. Schauen, was. Was es so gibt. So. Hier rein. Ich glaube, wir waren hier noch nicht. Nein, sonst hätten wir das gekauft. Gut.
Soll ich da einfach rübergehen oder ist es nicht gut? Wir werden sehen. Ja, schipp schneller. So, sehr gut. Warte, das ist ja auch ein Geschäft. Das ist sehr gut. Wir können wir gleich da reingehen. Ich werfe die Waffe mal wegpacken. Weil wir wollen ja nicht, dass sie sich erschrecken und denken, es ist ein Überfall. Und weg. So, wir sprechen kurz. Nur für den Fall. Okay, hier gibt es eigentlich sehr viele Wachen. Gut. So, verfolgt sie mich jetzt? Noch nicht. Ich brauche einfach mehr von diesen Feuerwerfer. Na gut, die werden wir vielleicht irgendwann mal kennenlernen. Oder... warte. Wir haben ja nicht die Welt, aber okay. Können wir das verkaufen? Nein. Schade. Das ist ja auch ein Geschäft und da vorne auch. Wir gehen kurz dahin. Vielleicht finden wir etwas Praktisches. Das war knapp. Gut, das ist... Irgendwo ist ein Flammenwerfer. Oder ein Molotow-Cocktailwerfer. Verdammt. Die bringen immer so viel Geld, deshalb will ich sie einfach nicht verschwinden lassen. Ja. Vielleicht irgendwie anders. Okay, und rein da. Hallo. Haken ist gut, der Rest unbrauchbar. Ich hoffe einfach mal, dass der nächste Weg. Ich glaube, wir machen da auch. Wir werden sehen. Okay, das scheint angespannt zu sein. Ja. Eigentlich nicht nett, was die da machen. Oh. Da hat die Ratte. Von mir aus dann halt eben nicht. Vorne.
Was so? Wir wurden getroffen? Aber gut. Ich glaube, wir sind schon ein paar Mal getroffen worden, aber dank unserer Kleidung, die wir endlich angezogen haben, die richtige. Und so ist die Wahrscheinlichkeit, infiziert zu werden, nicht mehr die größte. Gut, und da wir nichts gefunden haben, gehen wir hier entlang. Das hier sieht aus wie eine Kneipe, also das gleiche Schild wie irgendwo anders, aber... Okay, das hat immer noch nichts gebracht. Gut. Kurz nachladen. Wie viele Schuss haben wir? Oh, keine mehr. Also Maximum 6 Schuss haben wir noch. Minimum 2. Was mache ich da die ganze Zeit? Ja, gehen wir einfach mal hier rüber. Das ist ein Apotheker. Schade. Ich dachte, es wäre wieder ein Kleidergeschäft. Da kann man noch gute Sachen holen. Ich glaube, das kann ich verkaufen, aber dafür kriege ich kaum noch was. Gut. Und die Handschuhe. Ja. Dann halt eben so. So. Einfach wegbleiben von den Dingern da. Denn die werden gegrillt und wir wollen nicht mitgegrillt werden. Ah, verdammt. Zu spät. Gut. Oh, hat er irgendetwas von Wert? Sehr gut. Vielleicht können die Kinder das gebrauchen. Okay. So, das ist dein Bruder? Es gibt nichts mehr zu reden. Oh, sie sind... Sie kommen genau zur rechten Zeit. Wir haben hier eine Art Abenteuer erlebt. Mein Navajo-Messer hat Blut getrunken und ihn reingesehen. Sagen Sie mir doch, was besser ist. Soll ich meinen Bruder herholen, um auf ihn aufpassen zu können, oder soll ich lieber zu ihm ziehen? Sie reden genau wie Griff. Was sagten Sie, hat ihr Manovia getan? Wissen Sie schon, was Ihr Bruder zugestoßen ist? Natürlich weiß ich das, aber woher wissen Sie es? Dann erzählen Sie mir mal von Ihrem Abenteuer. Wissen Sie, mein lieber Bruder sieht nun Engel und Feen und er redet betrunken mit Flaschen. Und er diskutiert gut. Er hört ihnen eher zu, als dass er selbst etwas sagt. Dann hatte er plötzlich die Idee. So wie ich es verstanden habe, entschied er sich, dass er seine Grenze erreicht hätte und das Schicksal herausfordern muss. Hatte er eine Krise? Fing das gestern an? Seltsame Dinge kamen ihm in den Sinn. Er wollte um seine Frühwerke wandeln. Er wollte um seine Frühwerke wandeln, wenn man diese hässliche Ruinen so nennen kann. Die Himmelsleiter, die hier und dort aus dem Boden kommen. Er sagte, dass er einen Ort für etwas suche und den besten auswählen müsse. Wofür habe ich allerdings nicht verstanden. Und
Was für ein Abenteuer haben Sie erlebt? Lassen Sie uns gehen, helfen Sie mir bei der Suche. Ich gehe in den Norden und Sie in den Süden. Nehmen Sie einige Tabletten mit. Hier. Er riss sich los und rannte auf die Straße. Verrückt, völlig aufgebracht. Plötzlich traf er die Soldaten. Man sagte mir, dass er ausgehen wolle. Was? Man sagte mir, dass er ausgehen wolle. Er hätte in seinem Zimmer rumort. Gut, dass ich es noch rechtzeitig geschafft habe. Er hat die königlichen Schützen irgendwie verärgert. Sie fingen an, ihm die Seele aus dem Leib zu prügeln. Und dann, naja, sie kennen mich ja. Wie viele? Viel zu sehr. Begreifen Sie die Konsequenzen? Na ja. Drei Schreckgespenster mit Feuerrohren. Und der Offizier. Das Leben hat ihnen überhaupt nichts gelehrt. Was haben sie jetzt vor? Es ist klar, so klar. Gut gemacht, Andreas Tamti. Sie Mistkerl, warum haben sie ihn allein gelassen? Hier. Was ist denn los mit ihnen? Ich werde hier meine Angelegenheiten in Ordnung bringen. Und das war's. Ich werde ihn nie wieder allein lassen. Hier wird er aufgrund seiner Einzigartigkeit auf ewig gefoltert. Ein Genie, das nur die Nase aus der Tür stecken muss und schon wird es von einem Blitz getroffen. Aber sie kennen das sicher. Sie sind ja genauso. Ja, das stimmt. Ich hätte in derselben Situation stecken können. Aber warum sind sie nicht bei ihm geblieben und haben ihre Angelegenheiten hier im Stich gelassen? Warum haben sie ihn nicht mitgenommen? Warum sollte ich? Sie wussten nicht einmal, wer Petr ist und wo er lebt. Er hat es ihnen nie verraten, hoffe ich. Und selbst wenn er etwas gesagt hat, so ist doch keiner von ihnen mehr am Leben. Nein, Andrei, ich war nie so verrückt wie Sie. Was? Warum auf einmal verrückt? Gut, egal. Wir sollen jetzt zu Petrs Haus gehen und der wohnt ja hier oben. Den wohnst du dort oben, wird man dich loben. Egal. Ah, der Metzger. Vielleicht kriegen wir hier etwas zu. Falsche Tür. Ich bin kurz erschrocken. Ich dachte mir nur, what? Was ist denn das für eine Metzgerei? Sah mehr nach einem Horrorfilm Metzgerei aus als irgendetwas anderes. Ein Schlachthof. Oh, ich dachte schon, es wäre eine Verfolgerwolke. Deshalb war ich kurz erschrocken. So wie diese Wolke da. Hier rein. Nichts. Gut. Zumindest nichts, was ich unbedingt brauche. Andererseits, was braucht man heutzutage unbedingt? So. Hallo. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, solche haben wir an. Schutzstiefel. Aber warum bietet das keinen Schutz vor Tierbissen? Also, eigentlich so solche Gummistiefeln bieten guten Schutz gegen Tierbisse. Die sind aus Gummi und machen Zeugs. So. So, ich habe mich gerade gefragt, was das ist. Gut. Den Aufzug Petre. Nee, warte. Oh, doch, Petre. Verflucht. Die Frage ist...
Gehen wir hier rein. So. Das Teil da erschreckt mich immer wieder. Ihr Name, identifizieren Sie sich. Wo ist der Eigentümer dieses Hauses? Wer sind Sie? Ich bin Mediziner Damkowski, autorisiert Repräsentant der Inquisitorin und Leiter der Sanitätseinheit. Das hätte Ihnen Ihr Kommandant sagen müssen. Ja, und warum sind Sie hier? Im Auftrag General Blolocks erstatten Sie mir Bericht. Sie sind es, der jetzt meine Fragen beantworten wird. Warum sind Sie hier? Sie wollten doch nicht vor dem Tribunal erscheinen müssen, oder? Wir sind im Dienst, mein Freund. Heißt das, dass Sie ein Freund des Kriminellen sind oder ein Komplize? Ich bin auch im Dienst, also erstatten Sie mir bitte Bericht. Dann wird es Sie bestimmt interessieren, dass Ihr Freund für den kaltblütigen Mord an 4 Militärangehörigen verantwortlich ist. Kann es sein, dass es wegen uns ist? Wir haben ja... Eigentlich haben wir 5 getötet. Egal. Unser Informant hat ausgesagt, dass der Mörderarchitekt hier lebt. Das Urteil wird sofort vollzogen und jetzt werden sie uns zeigen, wo der Schuldige zu finden ist. Warum sollte ich das tun? Oh nein, ich habe das Gefühl, dass Petri mit jemand verwechselt wurde. Was werden sie jetzt tun? Wovon reden sie da? Nichts, ich habe nur laut gedacht. Sagen sie mir, unter wessen Befehl sie stehen. Unser direkter Kommandant ist Hauptmann Longing. Okay, der Kommandant der 15. Kompanie. Die Untersuchung des Angriffs auf die Flammenwerfer-Sanitätseinheit untersteht ihm. Noch weitere Fragen? Sie wollen mir erzählen, dass General Block keine Macht über sie hat? Das wird er bestimmt nicht gerne hören. Wir werden ihn sowieso finden, früher oder später. Wir wissen bereits, dass sich einer der Verbrecher in den Ruinen eines Gebäudes im zentralen Stadtviertel versteckt und sich mit Waffengewalt verteidigt. Wir raten ihnen... ihn uns bei seiner Verhaftung zu unterstützen. Sonst... Er wird bald wieder hierher zurückkehren. Warten Sie doch, bis er zurück ist. Bitte, er ist unschuldig. Er könnte nie jemand umbringen. Okay. Sie haben einstimmig entschieden, Petra unter die Erde zu bringen. Was ist mit Andrei? Er wäre interessant, ihn jetzt prallen zu hören, wie er sich um seine verletzbaren Bruder kümmert. Und der Bruder wird bestimmt damit anfangen, seine Arbeit zu verbrennen. Das heißt, dass er hier irgendwo in der Stadt ist. Aber wo? Zu weit. Ruinen. Es gibt doch entweder da. Es gibt doch mehrere Ruinen, oder? Ja, ich glaube da. Denn ich sehe die andere Ruine nicht. Ist das wirklich die einzige? Ah, und da. Und da. Also entweder da, da oder da. Ist es die da oder die da? Gut. Freitag ist die nie da. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.